Willkommen, liebe Leute. Das, was heute kommt, finde ich nicht gut. Das sage ich euch, wie es ist. Es ist ein bisschen schwierig gerade. Wir sind hier in einer Situation, okay? Wir haben uns gerade 20 Sekunden von diesem Video angesehen und es kommt uns Spanisch vor. Ihr müsst nämlich wissen, denn das letzte Mal hatten wir online ein paar 72 Feature with a Corner LP. Das klingt jetzt erstmal spannend, aber das ist das erste Mal. Also eigentlich sollte das erste Mal sein, dass wir zusammen ein Video gemacht haben. Wir haben auch vorher nur ganz kurz gesprochen, aber das klingt gleich so, als wenn das nicht das erste Video ist, aber das muss das erste Video sein. Und wir haben, wahrscheinlich hatten wir schon mehr Kontakt vorher. Wir reden da gleich darüber, über einen Mario Kart Wii-Raum und darüber müssen wir privat schon gesprochen haben. Wahrscheinlich haben wir vor der Aufnahme kurz gesprochen, so, ey, ja, ich wollte auch mal Mario Kart Wii Privatraum machen in der Aufnahme. So. Ja. Aber ja, vielleicht ist das die erste Aufnahme. Vielleicht passiert da auch noch was, dass dann doch durchblicken lässt, dass das neu ist. Weil da tritt Korn das erste Mal auf diesem Kanal auf und es wird einfach so komplett hingenommen. Wir gucken mal rein, Leute. Wir gucken mal rein. Ja, und gucken wir weiter. So. Oh, jetzt habe ich gerade wieder die Idee, noch was nachzuprüfen. Was denn? Wartet eine Sekunde, Ja, du kannst ja gucken, das sieht ja keiner. Man sieht ja nur. Du kannst ja schneiden. Ja, erstens das. Ich würde mal ganz kurz in den Pater vorgucken. Ja, da bin ich nicht dabei. Das habe ich schon geguckt. Nee, okay, das hätte ich noch gedacht. Okay, nee. Dann. Alles gut. Dann okay, ist der erste. Dann let's go. Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Wir fahren den nächsten Grand Prix und ja, Mirai ist immer noch nicht dabei. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Und Cornel ist aber dafür da. Ist ja auch eine gute Sache. Ja. Hoffen wir's. Und ich denke auch mal, wenn das Video hier hochgeladen ist, kann Cornel auch mal einen Raum aufmachen. Wohl. Das verstehe ich halt nicht. Das ist der Anfang, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht das erste Video, das kann doch nicht sein. Aber vielleicht war das direkt der Push. Ne? So, ey Leute, nach dem Video kann ja Cornel auch einen Raum aufmachen, dann hat er genug Leute oder vielleicht. So. Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht war es so gemeint, so von wegen nett, ne, erster Moment. Bei Sozi warst du auch dabei, also da müssen noch genügend Leute gekommen sein, die sagen, die wollen mitfahren, oder? Ja, ich habe jetzt auch die erste Freundesliste mit 30 Mann voll. Ja, dann kannst du einen Raum aufmachen. Ja, das Problem ist ja auch, dass diese Leute dann auch noch irgendwie auf meinen Kanal gucken müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann, oder nur zwischendurch, dann ist es immer ein bisschen organisatorisch schwierig. Ich möchte kurz dazu sagen, ne? Direkt die Negativität, ne? Das Wissen, da guckt sowieso keiner auf meinen Kanal. Wee, wee, wee. Ich wollte das wirklich, ja, genau das wollte ich jetzt sagen. Und zwar, ne, wir kriegen manchmal so ein paar Kommentare gab es in der letzten Zeit, wo geschrieben wurde, das entwickelt sich hier immer heute nur rum und so, ne? Das entwickelt sich hier zum Heulkanal oder sowas. Ihr seht, die erste Minute mit mir und Wollo war geheult. Wir waren schon immer Heuler. Es ist halt so. Das habt ihr abonniert. Ja, eben. Keine Ahnung. Euch einlassen. Bitte wenn, euch. Wenn du dir eine Freundin holst, die blonde Haare hat, dann sagst du auch nicht irgendwann so, oh Mann, immer die so blonde Haare. Es nervt mich, du bist ja blond. So. Immer bist du blond, ey. Das finde ich sehr lustig. Ach ja. Die alle zusammenzukriegen. Ich kann dir nur empfehlen, mach ein Video dazu, wann du fährst. Ja, ja, ich weiß. Also, eigentlich kriegt man da noch genug Leute da zusammen. Ja, bei Zeiten mache ich das mit Sicherheit, Mann. Nee, das ist jetzt unfair, dass ich da die Wolke... Also, das sehe ich nicht eins da. Das ist aber unfair. Oh, nee, das ist... Finde ich auch doof, dass du die Wolke bekommen Schönes hast. Schönes On-Topic-Let's Play. Also war das früher, ne, in den ersten Parts. Bisschen on-topic rein. Ne, die, musste man das reinbringen, ist so. Ja, man hat die leichte Pause gemerkt, ne, und dann... Aber ja. Es wurde leicht kritisch. Gucken, wo das hinführt. Das war jetzt nicht, nicht nett von ihm. Er ist Ex, der wollte Ex... Ja, weil ich zu gut war für ihn. Achso. Och, Mann. Da werde ich vom Funky weggekickt. Ich hab dich kaum berührt. Das wäre der einzige Höchstens Funky. Gestreift. Was mich wundert. Normalerweise haben wir eigentlich nur Funkys. Aber man muss an der Stelle mal sagen. Das ist belastend jetzt schon, ey. Das ist richtig belastend. Aber man muss an der Stelle mal sagen, dass du schon dich komplett anders anhörst, ne? Du hast in den 72 Parts gelernt. Zu reden. Wollo, du noch nicht. Du klingst genauso wie in SMW. Wollo redet tatsächlich ein bisschen mit Druck in der Stimme. So ein bisschen, ja, aber du redest noch genauso wie in Super Mario World. Ja.
Ja. Bei mir hast du mich voll getroffen und ich fahre gerade mit Knochen trocken. Der ist so ein bisschen leicht. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, das Grundprinzip von Mario Kart kennen. Tatsächlich. Ja. Man ja, mag es kaum glauben. Es ist so. Ja. Nicht der Überpro, ne? Aber. Nee, davon gibt es ja auch andere. Aber ich will jetzt gar nichts sagen. Vor allem gibt es bei TGN, da darf ich nicht meinen Mund halten. Nein, du kannst ruhig, sprich dich aus, es ist kein Problem. Nee. Nein, es ist kein Problem. Nein, wie kann die Bombe nicht denn getroffen haben? Ich denke mal, du meinst Markus. Ach Quatsch, wie kommst du denn auf sowas? Warum, wie komme ich jetzt auf Markus, ey? Wie ist das passiert? Weil du nichts anderes im Kopf hattest in der Zeit. Ja, das hat dir doch gefallen. Ja, war interessant. Grüße gehen raus, ne? Küsschen. Ach ja. Großartig, Alter. Das ist so unangenehm. Mhm. Der ist schon ziemlich gut in Mario Kart. Ja, meine Güte. Für keine andere Spiele besser, ne? Das ist. Ja, ohne Frage. Manche. Nee, das ist schon. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ja, musst du auch nicht. So lange, nee. Als ob das. Ja, ja, ja. Wir werden die anderen Leute gedisst. Das finden wir eigentlich nicht gut. Sozi, der fällt auch immer so schlecht, ne? Ach Gott, oh Gott. Ja, der Sozi ist so ein richtig schlechter Mario Kart. Ist eine Qual, ihm zuzusehen. Ich mag's auch nicht, deswegen bin ich extra mal bei ihm mitgefahren, damit er mal ein bisschen Qualität auch hat. Ja, echt. Das ist sonst nicht zu ertragen. Stimmt. Ist das unangenehm. Du hattest den Blitz, oder ich was? Hatte den Blitz, ja. Ja, und du bist so blöd. Ich kann diese Stelle hier einfach nicht fahren. Ich werd's auch nie lernen. Da ist er noch auf 4. Der Knochen trocken, das gilt sich vor. Ey, das darf alles nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, ich bin schon wieder letzter. Oh, komm, das darf ich nicht wahr sein. Du hattest den Blitz. Kannst du in der Letzter werden. Ich kannst du denn die Stelle bis heute, du hast es gelernt. Ja, geht, ne? Besser, aber nicht perfekt. Ich kann das. Meinst du, wir reden jetzt ich bin über... Ich bin der Let's Play Markus in diesem Raum. So, nächstes Rennen. Oh, Wollo, Alter. Was hab ich gesagt? Also nicht verstanden? Nee. Du hast gesagt, ich bin der Let's Play Markus in diesem Raum. Oh mein Gott, ich entschuldige mich für diese Aussage. Oder mich anstacheln lassen davon. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das ist doch nicht schlimm. So, was haben wir denn da? Marios Piste, GCN, oder? Ja, GCN. Ja. Schön, da freue ich mich ja. Die Gaming-Fakten. Ja, Fehlstart, fängt schon mal gut an. Ja, wie gesagt, gut, der Wallow ist jetzt auch nicht so der schnellste am Start. Nee, ich weiß auch nicht, wie man den Start so perfekt nimmt. Ja, also ich muss... So in der zweiten Hälfte von der 2. In der zweiten Zeitintervallhälfte der 2. 72 Parts und ich weiß es noch nicht. Ich würde sogar noch sagen, ein bisschen eher. Keine Ahnung. Ja, Alter. Das ist dann, da kannst du dann im Perfekten irgendwie rausreizen, aber. Dein Start war jetzt schon kümmerlich. Also meine Verteidigung, ich bin ja auch mit einem großen Korne. Das ist halt wie bitte? So. Bin da ja auch mit einem großen Korne gerade im Raum. Das ist auch ein bisschen Nervosität, der mitschwingt, ne? Ich weiß immer noch nicht genau, ob das wirklich der erste Part ist. Das ist so. No, das ist der erste Part. Ich glaube auch. Ich meine mich auch an DK Dschungelpark zu erinnern. aber. Wir haben. Das ist wie gesagt, also dass da kein Wort erwähnt wird, dass Korn in neuesten Kanal ist und dies und das, also ist schon sehr merkwürdig. Ich gehe mal davon aus, dass du schon mal über mich geredet hast in anderen Parts. Das ist kann so, sein. Dass man so dieses Setting hat, die Leute wissen, wer Korn ist. Eventuell, du warst damals auch, also ich habe dich ja bei Sozi da gesehen, ne? Deswegen ja. Warst du für mich auch, glaube ich, ein Superstar. Ja, ne? Das ist ja ganz klar. Das ist ganz klar. Qualität setzt sich eben durch. Das war ja früher der Wahlspruch. Da war der Spruch, ne? Ich meine, ich hatte Fehlstart und war fast schneller. Ey, ist ja bitte jetzt, ramm mich nicht. Du hast aber auch ein Leichtgewicht. Ist doch klar, dass der schneller lospäst als mal. Ja, ey. Das hast du nicht. Oh Mann, ey, was ist denn heute los? Ich habe echt überhaupt kein Glück. Dafür bin ich ja da. Ja, toll. Das ist langweilig. Weil ich natürlich nicht mit Glück, sondern mit Skill hier glänzen kann, aber sonst. Ey, hat übrigens 65 Daumen hoch und keinen runter. Echt? Ja. Ja, schaffen wir das wohl auch heute? Man weiß nicht. Nee. Upsa. Ich glaube, ich fahre bei dir mal mit in so einem Raum.
Das kannst du gerne machen. Dann zieh ich dich ab. Wie gesagt, ich nehme heute Abend auf, da kannst du gerne hinterher schauen. Das werde ich tun. Wenn du mir die Uhrzeit noch sagst. Ja, muss ich noch gucken. Wie unangenehm. Das ist einfach jetzt. Okay, das wäre cool. Was reden die da? Da fällt dann auch der Sozi mit, dann kannst du mal gucken, wie du den aussiehst. Den zieh ich so ab. Das wird cool. Der wird dumm gucken. Ja. Na, die ganze Zeit nur noch Staub frisst. Wenn er dich im Unterhalt rundet. Lass ihn da wohl. Das ist unangenehm, oder? Komm ich doch hier raus jetzt endlich. Das ist doch schrecklich, dass wir Grauen haben. Es ist so schlecht. Ich verstehe gar nicht, warum man sich das angucken soll. Wir reden aber gar gibt nicht. Gibt keinen Grund, sich das anzugucken. Das ist so ein Gemisch aus ein bisschen on-topic, um die Lücken nicht so groß werden zu lassen und dann irgend so ein. Warum reden wir so viel über diesen Raum? Das ist doch voll Das Gameplay ist schrecklich dazu doch. Deswegen brauchen wir es auch nicht gucken. Ja, ihr wolltet ja, dass ihr mal Wollos Gameplay seht, ne? Ihr habt das. Bitte. Schaffen. Wenn du rückwärts fährst schon. Oh Mann, das wird cool. Aber vielleicht reden wir noch schon was Gutes gleich. Auch ein Item. Stimmt. Ja, danke schön. Die machen richtig den Eindruck, als wenn sie gleich auf eins kugeln. Zieh auf eins. Der ist einfach unglaublich. Wie on topic waren wir denn der da? Der Kugel Willi zieht mich auf eins. Du? Mann, hat der Skill, der Knochen trocknen. Also. Mal schauen, in deiner alten Parts, so, von der, wie ob die sehr on topic sind. Also, das ist jetzt wirklich extrem heute. Ich meine. Oh wow. Hat er auch knochentrocken runtergefahren? Das muss man ihm auch mal lassen. So, Leute, Pierre. Ist das so unangenehm? So. Zahle, drittes Rennen. Und jetzt. Ja, also, ich setze mir jetzt ein Ziel. Ich möchte mindestens einen Punkt holen. Also, ja. Das müsste eigentlich drin sein. Oh, wieder ein so einen kümmerlichen Start. Wer ist ganz hinten, Wallo? Da fahren wir alle weg. Da wurde ich aus dem Video gerannt. Nein, mein. Das muss auch mal passieren. Das ist verrückt. Klaut ihr mir das letzte Item, danke. Bei mir waren noch links eins. Das ist der erste Paar. Das ist so, wir machen ja, wir reden ja nur und. Ihr werdet uns noch nicht kennen, gezogen, das ist unangenehm. So müssen, woran liegt das eigentlich? Weißt du das zufälligerweise? Was denn? Du driftest und auf einmal zieht er in die falsche Richtung. Komplett in die andere Richtung, ja. Oder? Ja, so ein bisschen halt, ne? Ja, dann. Also, du driftest schon nach rechts, aber dann lehnt er sich nach links, oder? Genau. Ja, du kannst im Drift noch denken. Du kannst dich reinlegen in die Kurve oder halt die Kurve langziehen. Ja, ich lehne mich immer rein. Ja, aber du kannst ja halt auch, wenn du in die andere Richtung drückst, dann nicht, kannst du sie langziehen. Das müsstest du aber eigentlich. Ja, aber das weiß er ja gar nicht. Was? Nee, das meine ich auch nicht. Du meinst den Driftbug. Ja, genau. Der, glaube ich, das ist, glaube ich, einfach. Darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Ja, aber. Schlimm genug, dass die darüber reden. Wir reden okay. Vollkommen aneinander vorbei. Seit zwei Runden. Du meinst was anderes wie ich, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Cool, wenn ich mir das Video angucke, dann gucke ich mal, was du meinst. Ja. Ja, und jetzt? So meinst du. Oh, jetzt verschenke ich den Pelz. Ah, typisch. Durchtriggern, zu lange, ne? Und so ist er weg. Oh nein, ich glaube, ich krieg noch. Oh Gott, das tut so weh. Also, von daher, die Chance ist noch gegeben. Und der erste wurde getroffen. Früher war die viel besser. Ja, ja, unfassbar, Alter. Das ist wirklich, ne? Das ist der geile Scheiß. Wenn wir den heute hochladen würden, wären alle begeistert. Ihr habt euch gar nicht verändert in den 7 Jahren. Ihr macht doch genau das Gleiche. Ja. Seht ihr ja. Das ist einfach nur unangenehm. Das ist wie ein Unfall. Warum reden wir eigentlich nicht darüber, dass es scheiße heiß ist? Es ist der 25.06.2012. Warum reden wir nicht darüber, dass wir schwitzen? Oder wie wir uns zueinander gefunden haben oder warum wir jetzt zusammen... Irgendwas. Also irgendwas. Ja. Oder was wir heute zum Essen hatten, weil wir einkaufen war. Das ist, erzähl doch kommt was. Das noch im letzten Rennen. Kommt nicht mehr, Korne. Das kommt nicht mehr. So. Ich sag mal, das heißt YouTube. Ja, ich denke mal auch nicht. Das ist so, wie wir auch miteinander reden. So.
Hey, what the fuck? Ja. Wer ist ein Star? Wer ist das denn? Das wäre jetzt interessant zu wissen, wer das denn ist. Och, dieser verfickte Rote! Das war nicht meine. Nee, der war von Wario. Aber der Rote ist nach vorne geflogen, hat sich umgedreht und es hat mich dann von vorne getroffen. Ich hatte nämlich hinten eine Banane dran. Okay. So, das sieht doch gut aus. Alter, wow! Ich glaube, ich gewinne. Ja, stark. Verdammt. Aber fast. Komm schon, da geht noch was. Oh, ich bin Erster. Ich hab gewonnen. Ich hab mich vorgelassen. Ich hab gewonnen. Jawoll, da komm dann noch auf 3, ey. Ah, das ist zu viel, das ist zu viel. Das kann ich punktetechnisch nicht aufholen, wenn du Dritter bist. Nee. Mist. Das kann's. Aber trotzdem, da sind die Punkte, die ich brauchte. Ja, die Ehre ist gerettet, die Ehre ist gerettet. Jetzt hast du bestimmt Angst vor heute Abend. So, oh, scheiße, ey. Doch, du bist im Vorteil hier. Eindeutig mit. Ich glaube, mit einem Leichtgewicht ist man bei sowas immer im Vorteil. Oh. Ja, wenn ich jetzt Kamikknaller und Toadette hätte, dann wäre das natürlich... Ja, natürlich. Aber ich glaube... Natürlich knutsche ich den Pinguin. Wie soll es auch anders? Du bist bei WK, du solltest wissen, ob du im Vorteil bist. Okay. Eigentlich. Sei ruhig oder ich halt an, ich hab einen Stern. Jetzt nein. Das war ein Spaß, ich muss Erster werden, ich will ja gewinnen. Ey, das war so unfair von Daisy. Nein! Dann werde ich vom Funky weggekickt. Boah, ne, das war's nicht schlimmer als es ist. Entschuldigung. Das war so unfair von Daisy. Ich bin. Hast du nebenbei gemacht, hä? Nicht! Ich bin einfach. Kennst du das, wenn du deine Hand so über der Tastatur hast und manchmal wird der Finger einfach zu schwer? Nee. Das kenne ich eigentlich nicht. Ich habe immer das. Irgendwann drücke ich einfach, obwohl ich das gar nicht wollte. Das passiert mir auch, wenn ich Privatvideos gucke. Okay. Habe ich dich getroffen? Ja. Weiß ich, was das für eine Störung ist. Ja, das ist ja nicht immer so klar. Also bei mir habe ich dich zwar getroffen, aber meistens also treffe ich die Leute dann nicht. Also wirklich maximal nicht unangenehm. Jeder und immer. Mhm. Das ist schon. Das passt da gucke ich lieber an ein Prank Post Video. Du denkst, du hast mich getroffen, dann wird es auch passiert sein. Ja, also das Prank Post Video war mehr Content, ne? Ja. Ja. Das hier. Er ist runtergefallen. Das ist, er ist runtergefallen. Ja, nee. Aber ich habe ja noch 2 Runden. Ja gut, aber auf der anderen Seite, es war halt auch so ein bisschen... Nein, nein. Sehr gut. Ja, war ein bisschen was? Ja, also wir machen, es ist ja auch ein bisschen Competition. Ne, wir haben halt so... Wir wollen halt zeigen, wer der coolere Mario Kart-Fahrer ist. Ne? Wir haben da ein kleines Battle. Ja, aber das ist nix, du. Das ist nix, aber... Wir waren wahrscheinlich zu... Kugel, Willi, Action. Oh, wer ist denn da ganz hinten? Ja, jawohl. der immer da hinten ist. So, dein Kugelwilli dürfte ja jetzt durch sein. Och Mann, hättest du mich nicht groß blitzen können? Nee, das war nicht. Alter, hör doch mal auf, über das Spiel zu reden. Ja, ich... Also, du bist sowieso schon so im Vorteil, da wollen wir das nicht noch extremer machen. Wer hat sich das denn drüber angeguckt? Boah, das fanden die Leute doch was gut, ne? Das ist ja schlimmer. Die ganzen Leute in den Kommentaren, die gucken mich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Wenn die das gut fanden. Das war ja reines On-Topic. Guck mich nicht mehr. Kenn ich keinen von. Okay. Ich hatte 3 grüne und die vor mir hat dann 3 rote rausgeholt und dann haben die sich alle 3 direkt nacheinander weggehauen. Hast ja Glück gehabt. Das ist ja der Wahnsinn. Och Mann. Wieso fahre ich denn schneller als ein Daisy mit Machtbike? Ihr sagt, du bist sofort. Scheiße. Boah, ich sehe gerade einen Kommentar da drunter. Ein Scheiß. Ne? Ja? Guck mal, ob ich da. Keine Ahnung, was ich da geantwortet habe, aber hier steht: Lass mich dir eins sagen. Lösche den Kommentar und schreib neu, sonst wird gehatet. Oh. Ob der wohl noch da ist? Der ist bestimmt noch da. Wahrscheinlich, das ist der. Das ist, wie heißt was? Lennart? Also Lennart? Nee. Lennart? Du hast immer so einen im Stream. Der ist auch manchmal bei mir. Der war gestern wieder bei dir im Stream. Und dann hat er zweimal geschrieben, hi, wie geht's? Und dann nach 5 Minuten hat er geschrieben, so, ich bin jetzt weg. Nee, ja, genau. Das war so. Er hat geschrieben, hey, wie geht's? Dann habe ich ihm geantwortet darauf. In voller Breite. Ja. Und 20 Sekunden später schreibt er wieder, hey, wie geht's? Und dann habe ich ihn darauf, dann habe ich gesagt, ja, werde ich dir jetzt halt nicht nochmal erzählen, habe ich ja gerade, ne? Und dann ist er gegangen.
mal beleidigt waren. Ja. Ja, zu den wichtigen Zuschauer. Das ist ein Troll, denke ich. Ja, denke ich auch. Also, vergiss es. Vergiss es. Im Grunde könnte ich jetzt auch stehen bleiben. Macht keinen Unterschied. Nein! Wenn du Kugel ziehst, ist alles. Nee, ja. Bring mich auch nicht mehr ran. Doch. Du musst ja nicht glauben, Wollo. Wir haben beide ganz andere Stimmen, ne? Das kann ich machen. Wie bitte? Wir haben beide ganz andere Stimmen. Ganz, ich finde meine relativ gleich. Nee, überhaupt nicht. So vom Ton her? Was ist los mit dir? Nee. Nee? Gar nicht, nein. Also ich höre mich da. Ich weiß, dass ich das bin. Ich weiß auch, dass ich das bin. Aber schon anders. Naja, egal. Bringen wir das hier zu Ende. Naja, Leute, ihr habt es alle gesehen. Ich hatte viel Pech. Wir schieben es darauf. Ganz viel Pech war das. Oh, oh. Nee. War aber Scheiße, nicht beim Cornel auf Pech schieben, Alter. Das. Oh, oh. Ob da was kommt? Ja, das ist die Frage. Hm. Oh. Ohne schon. Da wird gesagt, ja, hast du recht. Muss mich konzentrieren. Nee. Knochen trocken, das ist der Sieg, das ist ja unglaublich, ich hab den Grand Prix gewonnen, meine Damen und Herren, legt mir den roten Teppich zu Füßen. Verdammt, ja. Hat er echt gewonnen, scheiße. Mann, ist der gut, der Typ, das ist ja unglaublich. Ja gut, ich bin diesmal Vorletzter, das geht ja noch. Na gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao. What the fuck war das, Alter? Ja, das war nichts. Ich sag mal, wie es ist. Das war ja. Das war wirklich der erste Part? Das. Vermutlich. Du hast mich doch niemals vorgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Leute, guckt mal bitte nach, ob es noch einen anderen Part gab, wo wir zuerst waren. Aber. Du hast mich noch niemals vorgestellt. Hast du das nicht früher immer so gemacht, wo du gesagt hast. Und jetzt kannst du einmal ein, zwei Sätze über dich und deinen Kanal sagen. Ja, klar. Das hast du doch mit mir auch gemacht. Das ist nicht der Erste, aber warum ist das, wie ist denn dann der Erste? Das ist niemals. Muss der Erste sein. Aber das ist ja noch schlimmer, wenn das nicht der Erste war. Weil alle Parts davor, ne, so 20, 30 Parts davor, sind alle mit Mirai und bei unserem ersten Part war Mirai nicht dabei. Ja, und davor hast du nichts beschriftet. Vielleicht ist es einer von den nicht beschrifteten. Nein, davor haben wir noch nichts gemacht. Safe nicht. Okay, Leute, guckt mal, ob noch ein Video findet, wo ich dabei bin bei Wollo, was vorher war, vor Mario Kart Wii Part 72. Ansonsten, ganz davon abgesehen, war das sehr unangenehm. Und ja, vielleicht schätzt ihr jetzt ein bisschen mehr, was ihr heute bekommt. Also ein bisschen. Ey, wir sind vielleicht nicht die krassesten der Welt, aber meine Güte, das ist ein bisschen unterhaltsam, hoffe ich, heutzutage. Man weiß es nicht. Schaut in den Kommentaren nicht. Das stimmt, ja. Leute, tschüss!